Köstliches Redstone. So. Wir sind sogar schon auf Bedrock-Ebene. Süpi süp. Nicht, dass wir jetzt ausfallen. Wir gekommen. Heavy Cream, meine Güte. Haben wir Torches da? Was man alles machen kann, ist ja furchtbar. Ja, großartig. Nachher muss man sich noch Sachen merken. Ja. Dann mache ich mir jetzt eine Spider-Eye-Soup. So, ja, das habe ich wenigstens. Das Schlimme an der großen Auswahl, finde ich, ist, dass man eigentlich irgendwann alles bauen möchte. Gleichzeitig. Sofort. Ja. Aber es geht nicht. Naja, oder dass man sich spezialisieren muss, weil man nicht alles auch mit Zeit machen kann. Ja, richtig. Ich habe jetzt ganz viele Sandwiches. Blackberry Jelly Sandwiches. Oh, Lapis Lazuli, daraus kann man sicherlich irgendwas machen hier in dem Modpack. Ihr seht schon, dass die Nacht so ein bisschen reinbricht, ne? Ja, noch nicht, ne? Ja, also unter der Erde ist es schlecht zu sehen. Also irgendwann bricht die bestimmt, ne? Von daher wäre es ganz schön, wenn wir dann so ein bisschen schnorchen. Ich habe kein Bett mitgenommen, Moment. Ich nehme mir mal ein Reisebett mit für den Fall, dass wir mal schnarchen möchten. Ein Bett to go. Bett to go. Aber so ein Schlafsack wäre halt auch was Geiles gewesen. Das wäre super. Wir können einfach so tun. Oder das Modpack auf einen Schlafsack wechseln. Ein Eigenhaut-Schlafsack. Mach einfach flop und dann ist man da eingepackt. You can only sleep at night. You can only sleep at night. Das klingt wie ein Popsong, wenn du das so machst. Ist schön. You can only sleep at night. Du sag mal, Ram, magst du Bratwurst? Ich mag Bratwurst, ja. Ich habe gesehen, dass du das fragen sollst. Ich weiß Bescheid. Verdammt. Ja. Ah. Ich kenne dich doch. Also, weiß ich nicht, kenne ich ein bisschen. Hi. Aber in manchen Punkten bist du schon berechenbar. Verdammt! Der Monster ist nearby. Nein! Die wollen mir meine Bratwurst klauen. Ja, wo soll denn die wollen deine Bratwurst? Ah, meine schöne deutsche Bratwurst. Ich liege jetzt. Ich liege auch. Ich muss gerade das Monster finden, das angeblich nearby sein soll. Hier ist aber nichts. Ist da was in der Küche? Total aufregend hier mit so einem abgedunkelten Bildschirm. Auf dem Dach. Schwiegermutter. Es ist auf dem Dach, du hast recht. Natürlich. Jetzt ist glaube ich, runter. Oder ist sie schon an der ganzen Erde oben drauf? Jetzt ist ja nichts mehr. Das ist gruselig. Okay, das ist doch noch da. Ab ins Bett. Hoffentlich ist hier nichts. Psst. Und wenn doch, ich habe ein Reisebett dabei. Okay, ich habe ein Reisebett dabei. Weg hier. Ich kann zu Hause nicht schlafen. Geh raus in den Wald. Versucht ihr wenigstens noch zu schlafen oder wie? Ja, also ich liege im Bett. Ich liege auch noch. Ich auch jetzt. Moment. Spannung. Ausgeschlafen. Das tat gut. So. Fandest du es auch so gut? Mal gucken, ob noch alles da ist. 1, 2, 3. Ja, doch, passt. Und True, was hast du so geträumt letzte Nacht? Ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich Mitglied eines Power Ranger Squads wäre. Aber in so einem, ja, ich sag mal so, in Afrika vielleicht, wo die Regeln, die sozialen Regeln vielleicht ein bisschen anders sind. Und wir haben nicht so wirklich für Frieden und Freiheit und irgendwas Ähnliches gekämpft oder gegen Monster, sondern wir haben die Gesellschaft fast schon unterdrückt, sag ich mal. Die sollen sich mal nicht so aufspielen. Und wir dürfen auch nicht individuell sein, keine individuelle Uniform oder so, nein. Das ist ja faszinierend. Ja, das ist faszinierend, True. Oh, es klingelt schon wieder an der Tür. Ich muss schnell die Aufnahme beenden. Nein. Okay, lass die Aufnahme laufen, geh hin und schalte die Mikrofon. Nee, es klingelt nicht, es passt schon. Ich wollte nur schnell irgendwie weg von True. Das passt schon. Du bist ja gemein. Ich kann doch nichts dafür, dass ich meine Träume aktiv auslebe. Und dann spielt euch nichts auf! Zurück an die Arbeit! Ich könnte spontan nicht sagen, wann ich das letzte Mal irgendwas geträumt habe. Also so, dass ich mich dran erinnern kann. Klar, der Körper macht schon Quatsch und sowas und das Gehirn verarbeitet schon so ein bisschen Krams, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wann ich mir einen Traum merken kann und wann nicht. In welcher Situation. Ewigkeiten immer so, dass ich immer gesagt habe, von wegen ich träume nicht. Ja. Aber mittlerweile ist das so, dass ich halt mich zumindest, also jetzt zum Beispiel, letzte Nacht, ich habe noch Bilder im Kopf. Mhm. Aber ich kann die nicht beschreiben. Also das sind Dinge, die Sinn machen, aber ich kann das nicht in Wörter fassen. Mhm. Und nicht, weil das irgendwie peinlich, sexuell oder sonst was wäre, sondern einfach, weil es ist unbeschreibbar.
Träume vergisst man halt relativ schnell. Ja, das ist doof, weil das Gehirn sofort überschrieben wird mit anderem Krams. Genau. Das Gehirn weiß sowieso, dass Träume jetzt nichts Wichtiges sind, was man wirklich erlebt hat, deswegen wird es einfach wieder gelöscht. Ja, aber die sind interessant. Im temporären Speicher abgelegt. Wenn Windows auch wüsste, dass Skype wäre, nicht wichtig ist. Schon alleine deswegen sollten Computer nicht mit Gehirn funktionieren. Plötzlich wird er irgendwas vergessen, was du vielleicht morgen für die Arbeit brauchst. Arbeit? Wie? Oder YouTube. Arbeit oder YouTube. Darf man nicht zusammenfassen. Nein, auf keinen Fall. So, was? Aber ich wollte jetzt irgendwas machen. Aber das ist so ärgerlich. Ich habe ja letztens alles verloren, was ich hatte, weil ich aus der Welt so ein bisschen rausgefallen bin. Ich brauche Diamanten und Gold. Alleine Gold, damit ich mir wieder meinen geilen Kompass bauen kann. Kompass? Achso, stimmt. Ja, stimmt. Da war ja was. Es gibt Minecraft! Es gibt so einen richtig coolen Kompass, der führt dich halt immer zu einem Wegpunkt. Das ist quasi so wie der Kompass von Jack Sparrow. Der führt dich quasi immer dahin, wohin du willst. Mhm. Und den hatte ich und den habe ich verloren. Ich lande dann immer wieder beim Kühlschrank. Das ist irgendwie kaputt. Nein, ist nicht kaputt. Achso. Du verlangst nach ihm. Ja, er ruft. Ich habe ihn gerade eingebaut, Herz verdammt. Will ihn. Ja, Herz habe ich auch schon mal von gehört. Herz und Schmerz. Das Problem bei dem Modpack ist so ein bisschen, dass ich immer vergesse, dass die normalen Minecraft-Regeln ja auch irgendwie noch funktionieren. Manchmal und manchmal nicht. Manchmal werden sie außer Kraft gesetzt. Ja, aber dass das Spiel an sich noch recht ähnlich ist, so im Grundkonstrukt. Ja, Schaden existiert. Wie man irgendeinen Baum fällt zum Beispiel und so den ganzen Kram. Ich höre was stöhnen hier. Entschuldigung. Diese Witze. Ah, mehr Redstone. Die Salzfarm nimmt langsam Form an. Salz habe ich auch. Ich weiß noch nicht recht, was ich damit machen soll. Skulpturen. Ich mache mal gerade einen schönen Weg nach unten hier, weil das ist, ich muss sonst, ne, runtergehen ist schön, aber wenn ich dann jede Stufe einzeln hoch springen muss, dann bin ich oben, dann bin ich verhungert, das geht auch nicht. Ja, ja. Das ist furchtbar. Also mir ist es egal, was man aus Salz machen kann, Hauptsache ich habe eine Menge Salz. Salzkartoffeln, die sind auch aus Salz, dann oder? Dann solltest du öfter auf Twitch unterwegs sein, dann hast du immer genug Salz. Aber PJ-Salz. Ach, die Wahrheit ist traurig. Und witzig. Ach, ja, sind wir nicht alle ein bisschen witzig und traurig? Oh ja. Oh. So, wo finde ich jetzt Gold? Hat jemand eine Bank? Habe ich jetzt nicht genug Steine, um Treppen zu machen, oder was? Ist komisch, man kann eigentlich selber einschätzen, ob man traurig ist, aber ob man witzig ist, das können andere Leute einschätzen. Die Komplexität der sozialen, individuellen... Ja, woran liegt das? Weil beim Witz, ob man selber irgendwas dann lustig findet, das ist ja das eine, aber ob man halt für andere lustig ist. Man muss ja nicht für andere traurig sein, mal so gesehen. Ja, also mache ich meistens nicht. Wenn, dann bin ich für mich alleine traurig. So egoistisch bin ich dann ja doch. Ich teile meine Trauer mit anderen Leuten und am besten das Ganze noch monetarisieren. Schreibst du wild hat dann Trauer schlimm. Also True, nur zur Info, gerade warst du lustig. Dankeschön. Ich habe Diamanten gefunden. Das ist aber wirklich so eine Sache. Ich würde mir gerne mal irgendwelche Videos und Streams von mir selber ansehen, ohne mich dabei quasi zu kennen. Ohne zu wissen, hey, das bin ja ich. Ob ich mich denn irgendwie unterhaltsam finde. Das wäre sehr interessant. Ich wollte letztens auf Twitch meinen Livestream, da kann man ja auch mal vorbeischauen. wollte ich eigentlich nur mal einen bestimmten Teil highlighten. Und dann blieb ich tatsächlich dabei, mir meinen eigenen Stream anzusehen, weil aus irgendwelchen Gründen fand ich mich super unterhaltsam. Wow. Das liegt vielleicht daran, dass du einfach super Unterhalter bist, liebe Crew. Der du auf dem Kanal twitch.tv/TrueMG-Streams, oder? Was? Wie ist dein Handle auf Twitch? Die Höhle. TrueMG. Oder ist da was anderes bei dir? Nee, das ist ja immer TrueMG. Außer auf Twitter. Ich ja immer TrueMG. Das Schlimme ist, wenn man auf Twitter einen viel zu langen Namen wählt, zum Beispiel TrueMakerGamer, dann hat man nicht mehr so viel Platz zum Schreiben. Hätte ich das mal vorher gewusst. Das stimmt. Am besten nennt man sich einfach nur Punkt. Ja, ich glaube, oder was weiteres. Schon. Ich nenne mich einfach nur Ed. Ja, das Schlimme ist, Schrammo gibt es auch schon. Und das ist ein Account, der irgendwie nicht aktiv ist. Das ist so zum Kotzen. Ja, bei mir ist genau das Gleiche. Irgendwelche Marokkaner oder woher auch immer die kommen. Das hatte ich auch am Anfang auf YouTube. Dass ich mir den YouTube-Kanal erstellen wollte, halt Rahmschnitzel, ohne LP dran.
Und das war irgend so ein seit 2006 erstellter Kanal aus Australien. Und da habe ich mir gedacht, hä, warum? Und dann vor allen Dingen Rahmschmutzel, Australien. Ja, was? Eben. So naheliegend ist es ja jetzt auch nicht unbedingt. Also Australien ist allgemein nicht naheliegend, aber... Außer man wurde in Neuseeland, dann ist es relativ nah. Der Gravel. Das Schlimme ist bloß, bei Facebook und YouTube gibt es da ja Mittel und Wege, dass sie das vielleicht regeln. So nach dem Motto, wenn der Account wirklich inaktiv ist in der Zeit, dass du quasi den wieder der Name freigegeben wird. Aber Twitter hat grundsätzlich die Haltung, nö. Deswegen sind die ganzen coolen Namen schon lange weg. Ja. Wobei ich auf Twitch ja am Anfang auch einen anderen Namen gehabt habe. Das wurde ja gechanged durch ein Gewinnspiel. Damals gab es noch Name-Change-Gewinnspiele. Nice. Auf Twitter. Wie hast du denn vorher geheißen, hießen? Rahmschnitzel Live. Weil das Rahmschnitzel war auch schon weg. Weil, ja, ne, ist halt... Ist ja auch lecker und naheliegend. Ist ein beliebter Name, ne? Ja. Suchst und das findest du sogar im Supermarkt. Google, das gibt's überall. YouTube, suchst auf Google nach Rahmschnitzel, dann findest du mich. Und dann kommen Rezepte. An sich ist das ein super gewiefter Name. Ich wollte schon letztens ein Foto machen von so einer Packung Rahmschnitzel, die ich im Supermarkt gesehen habe. Du willst gar nicht wissen, wie viele Fotos ich da schon mal gesehen habe. Hey, ich mache mir heute Rahmschnitzel. Zack, boom, irgendein Bild. Das ist das total, witziger Zufall. Das ist total, total wohl überlegt und neu und erfrischend, diese Idee. Du regnest quasi jedes Mal. Ich glaube, ich habe... ich weiß nicht, ob ich jemals selbst ein Bild gemacht habe, wo ich im, auf irgendeiner Speisekarte fotografiert habe. Ich glaube nicht. Müsste ich mal nachholen. Pass auf, Rahm. Nächstes Mal, wenn du die Möglichkeit hast, nutzt du deinen Instagram-Account, machst da ein Foto mit einem fetten Filter und schreibst darunter Hashtag Selbstporträt. Ich habe kein Instagram. Ich habe. Siehst du, dann hast Kohle. Du Instagram. Ich meine, ich habe. Was habe ich denn? Eisen ist das nächste. Gold? Ich habe Gold. Du Glücklicher. Aber kein Instagram. Ich habe Gold und direkt daneben halt Redstone. Perfekt. Du hast bald einen sehr guten Kompass, wenn du dich nicht blöd anstellst. Ich komme hier nur nie wieder raus, weil ich mich gerade einbaue. Was war's schon? Ich glaube, jetzt gebrannt. Ich glaube, jetzt gebrannt. Oha, ich glaube, jetzt wirklich gebrannt. Wo kann das denn so brennen, oder wie ist das? Nee, aber hier sind abgebrannte Bäume. So. Die sehen abgebrannt aus. Du meinst, die haben sehr tiefe Augenringe und bleiche Haut und sowas und sehen ausgemögelt aus? Und haben kein Geld mehr auf der Bank. Ja. Ich bin Stufe 5. Wow. Level up! So viel Kohle, Mensch! Kohle. Könnt ihr eine ganze Mine bauen? Ja, mach doch! Mach ich nicht! Nicht einfach nur, ich könnte. Der wichtige Teil ist, dass du das machst. Also, du heute nur, kannst dann zählt tun, das tun ich morgen tun. Weißt ja doch. Ich hab Chestnuts, Was du heute kannst so machen, das kannst du aber auch morgen krachen. Ich finde keine Höhle für Gold und Diamanten. Wo komme ich jetzt her? Bin ich doof? Also ja, aber bin ich... Wie doof jetzt genau? Ach, da oben. Ich spurte gen Heimat. Wo bin ich? Aha. Oh, da bin ich. Witz, ist gerade Nacht oder was? Es wird langsam dunkel. Ich weiß nicht, wollen wir nicht schlafen? Ich hab die Möglichkeit zu schlafen. Ja. Gut, dann spurte ich, wie gesagt, gen Heimat. Wow. Pflücke unterwegs noch eine Kirsche. Eine Kirsche. Ein bisschen mehr Eisen bräuchte ich schon noch. Bett. Lege ich mich ins Bett. Du kannst auch ein, zwei Steine hauen. Ich bin noch nicht. Jetzt lege ich schon im Bett. Hier ist so schön mollig. Ich laufe gerade schon hoch hier. Ja, ich sehe auch schon meinen pinken Baum am Horizont. Oh, das war gar nicht der pinke Baum. Das war einfach nur die Sonne. Oh, fuck, hier bin ich. Ich bin bei der Höhle. Oh, ich habe vielleicht noch so ein kleines Wegchen vor mir. Ja, vielleicht brauche ich noch eine Minute. Ich spurte jetzt ernsthaft. Ich habe viel Kohle jetzt. Das ist schön. MLG ist Skywars, Bad Wars, Jump Skills. Woo! Zip. Au. Hier waren. Liegst du auch im Bett? Die Pfeile, sie treffen mich. So. Fantastisch. Ich sehe das Licht, es ist mein Haus. Was hast du geearnt, True? Was steht da? Diamonds. Da steht einfach nur Earn bei mir. Diamandos. Ich bin jetzt im Bett, ne? Ja, ich stehe quasi schon vor meiner Haustür. Bin schon mal mit dem Grundstück. Da gibt es einen Trick, man kann da auch reingehen. Ja, ich laufe gerade die Treppe hinauf, sehe das Bett, mache einen Rechtsklick und liege innen drinnen. Tor! Ein Traum.